Ein volles guten Tag, hallo, ich begrüße euch alle herzlich zu einer weiteren Folge von Mad Game Tycoon und ich habe wieder Leute, die hier mitmachen wollen, sozusagen. Also, ein paar, die noch sich zusätzlich sozusagen hier gemeint haben, ich soll auch nicht einstellen. Übersicht, genau. Die hier verewigt werden wollen. Don Gilbert war auf jeden Fall keiner von euch. Luke wollte gerne verewigt werden. Das lassen wir so. Und Süleman ist der Tim Schnatterer. Ich bin jetzt echt am Überlegen. War der dabei? Luke Brandstätter auf jeden Fall. Kurt Soy, wie auch immer, der war nicht dabei. Das wird jetzt der rote Corsa. Oh, ups. Wie kommt denn das I dahin? Mann! So, Corsa. So, die wollten beide auch noch hier verewigt werden. Das lassen wir dann mal so. Wo waren wir denn eigentlich beim letzten Mal dran? Ich habe mir ja gar nicht mehr... Also das ist schon ein, zwei Tage her. Zwar nicht so lange, aber... Ein, zwei Tage habe ich jetzt doch nicht aufgenommen. Wegen der Arbeit bin ich halt einfach nicht dazu gekommen. Aber jetzt machen wir erstmal die Zeit starten. Weil sonst, ne? Sonst alles schrecklich. Wir programmieren gerade kein Spiel. Konsole, die läuft, auch wenn sie nicht mehr die modernste ist. Aber 2%, das ist nicht schlecht. Fankampagne. Fankampagne? Automatisch wiederholen. Werbeanrufe. Ach so, ich habe gerade ein neues Büro gebaut. Nee, hä, hatte ich das nicht schon länger? Egal. Oh, Frogger, das läuft. Haben wir schon ein Update dafür gemacht? 2. Komm Leute, dann lassen wir mal hier was durchlaufen. Oh, wir haben 118 Millionen. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Dann könnten wir eigentlich schon mal kurz eine Marketingkampagne starten zur Westbox, damit die wieder was beliebter wird. Denn ich will auf jeden Fall, dass das da durchläuft. Wir könnten auch noch kurz einmal die Produktionskette anschmeißen, 20.000 davon produzieren, 25.000. Und ja, komm, mach mal einfach mal sowas durch, ne? Wir sollten auf jeden Fall jetzt mal, glaube ich, ein neues Spiel programmieren. Obwohl, erst Spiel programmieren, erst Update, dann Spiel programmieren. Genau, das klingt gut. Weil das sinkt ja gerade rapide und wir wollen ja gut Geld mit unserem Spiel machen. So, Spiel entwickeln. Nachfolger entwickeln? Nachfolger entwickeln. Was haben wir denn hier? Railroad. Das war nicht so gut, aber das Spiel soll ganz gut gewesen sein. Wir könnten natürlich auch wie bei Frogger weitermachen. Venezia. Wir machen ein neues Frogger. Ich weiß nicht mehr, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Das Frog... Bämmer. Ihr könnt ja auch unten in die Kommentare reinschreiben, falls ihr irgendwelche... Oh, ist ein Panzerspiel. Panzerspiel? Ein Panzer reingenommen? Oh Gott. Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Genau, das neue Spiel. Lizenzen könnten wir theoretisch erwerben. Aber das macht jetzt eigentlich keinen Sinn zu diesem, in dem Zusammenhang. Also lassen wir das. Erstmal für die Westbox, dann für den PC. Den NES können wir nehmen. Und hier sind noch 11% der Katari. Das könnten wir eigentlich noch so lassen. Okay, da nehmen wir... das haben wir programmiert? Krass. Weiß ich gar nicht mehr. Kopieren. Okay, das hat nicht mehr funktioniert. Das war auf jeden Fall falsch. Moment, das müssen wir mal kurz gucken. Was hat's denn hier? Okay, da hatte ich eins weniger. Also ich muss schon mal zwei weniger nehmen. Also Story passt. Zwei weniger Funktionen. Funktionen nehme ich diesmal voll. Und Spieltiefe. Wisst ihr was, nehme ich auch mal voll. Also Funktionen voll. Das zwei weniger. Spieltiefe. Und das können wir ja so lassen, ne? So war das doch. Genau. Kopierschutz nehmen wir natürlich den neuesten.
Alles andere macht keinen Sinn. Zack. Und das lassen wir so. Und das lassen wir so. Und dann setzen wir die noch an, hier so ein bisschen das Spiel zu verbessern. Da darf noch was verbessert werden. Hier darf noch was verbessert werden. Und unser Team darf auch mal erweitert werden. Schmeißen wir mal so ein paar Dreier rein. Ja, Dreier sind gut. Obwohl, wir könnten eigentlich auch noch hier so... Zack. Noch ein paar Zweier einstellen, die sind günstig. Moment. Yeah. Nein! Ich will nicht den Stuhl, ich will das Personal. Da rein. 3, 4, da rein. 1, 2, 3, da rein. Schmeißen wir überall noch einen rein. So. Ja, ist mir egal, wenn die sauer sind. Hier ist ein günstiges Spiel. Soll ganz gut sein. Ja, nehmen wir mal, ne? Die nehmen wir. Ja, lassen aber hier 10 Wochen. Genau, 10 Wochen. Schwarz-Weiß-Anleitung. Voll. Vollpreisspiel, würde ich jetzt nicht sagen. 40 Dollar ist in Ordnung. Und ich habe noch eine ganz, ganz kleine Idee, weil solange wir haben eh genug Geld. Wir machen noch ein ganz kleines Entwicklungsstudio. Ein kleines. Genau, das reicht schon. Das reicht mir schon, denn dann kann ich hier Schreibtische nehmen. Ihr seht gleich, was ich meine. Wieso kann ich denn da keinen Tisch bitte hinsetzen? Da kann ich auch keinen Tisch hinsetzen. Unmöglich, oder was? Ihr seid verrückt. Da geht das auf einmal. Egal, da sind das 4, 5 Tische. Das reicht mir. Dann kann ich nämlich jetzt hier, während ich das da mache, zum Beispiel die Sprache einfügen. Dann nehme ich mir 1, 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter, pack die da rein. Oh, ich glaube, ich muss mir Leute einstellen. Okay, so, das passt jetzt. Und dann läuft die Geschichte da schon mal. Und dann 100.000 natürlich davon produzieren. Und zur Not kann ich da auch immer so kleinere Sachen laufen lassen, wie irgendwelche Auftragsarbeiten, wenn die Leute da gerade nichts zu tun haben und so weiter und so fort. Neues Genre verfügbar, das könnte mir theoretisch demnächst auch mal weiter erforschen oder sonstige Sachen. So, das Sprache patchen. Bitte einmal. Ihr könnt doch da drin bleiben und. Okay. 3 reichen dafür. Piep, 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 was es auch immer ist. Da reichen doch eigentlich 2, oder? Ja. Da reichen 2, so. Du weißt nicht, was du tun sollst, dann gebe ich dir einen Job. Geh da rein. Frogger hat genug Geld eingebracht, aber die Konsole bisher am meisten. Die läuft auch noch ganz gut, ne? Also 50.000 in der Woche zu verkaufen, ja, das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Machen wir nochmal hier was rein. So eine Marketingkampagne. Könnte ich mein Bild aussuchen? Hey, das sieht so ein bisschen aus wie Stellaris. Keine Ahnung. Nein. Jedenfalls erstmal noch nicht rausbringen. Die müssen jetzt erstmal hier alles entwickeln. Und wie ich jetzt hier schon sehe, können wir jetzt hier so einfach mal was reinsetzen. Die 5 Leute arbeiten dann daran. Und das ist das, was ich meine. Ja. Das verkauft sich jetzt doch ganz gut. Und dann kann ich hier erstmal die wieder auch arbeiten lassen.
Bugs dürfen entfernt werden. Oh, 124 geht aber noch, ne? Also finde ich jetzt nicht viel. Oh, und wir kriegen wieder Geld, wir kriegen wieder Geld. TV-Manager, also mit dem Dingens und dann 1,3 Millionen. Nee, danke. Nee, möchte ich nicht. Ach komm, Leute, wir ändern die Raumgröße, das ist mir zu doof. Wir brauchen den Raum momentan sowieso nicht. So. Wieso kann ich da keine Stühle hinsetzen? Das ist doch behindert. Da geht das auf einmal. So. Warum kann ich den da hinsetzen? Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, das muss ich auch nicht verstehen. Das, oder ich will es auch nicht verstehen. Dann rege ich mich nur auf. So. So, dann haben wir noch ein paar mehr, die da arbeiten können. In der Zeit, wo da halt, ne? Okay, die Bugs werden langsam ausgemerzt. Und ihr könnt da weiter dran rumschreiben. Selber publishen, das machen wir halt sehr kurz. 2 Wochen. Vollpreisspiel, farbige Anleitung bitte. Und ein T-Shirt. T-Shirt klingt super. Das läuft gerade nicht mehr so gut. Dann könnt ihr bitte in der Zeit dafür ein Patch rausbringen. Und da produziert ihr einfach mal 250.000. Okay, das habt ihr gemacht. Dann können wir ja parallel 2 Aufträge laufen lassen, ne? Blop, 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 blop. Eine 500.000. So, das sollte ja schaffbar sein. Ach komm, mach du das mal. Die Konsole könnten wir demnächst mal tauschen. Ey, krass. Das Marketing bringt's ja wirklich da. Warte, Moment, dann machen wir das nochmal. Was? Einige Fans? Ein paar Feuerlöcher. Pff. Als ob was passiert. Okay, wir machen mal Feuerlöcher. Hm, Lagerraum, verschiedenes. Ein Feuerlöcher kann nicht nachvollziehen in irgendeiner Form. So. Auch wenn das ein bisschen übertrieben ist, dass die hier Feuerlöcher brauchen. Ach, als ob was brennen würde, und selbst wenn es brennen würde, glauben die doch nicht, dass die aus dem Haus hier rauskommen, bevor die fertig sind mit der Arbeit. Was für eine Frechheit. Okay. Zweitvermarktung. Nein, nein, nicht Zweitvermarktung. Preis und Packung. Das könnt ihr mal ein bisschen. Das werden wir ein bisschen reduzieren vom Preis, ja? Oh, Backe. Da können wir direkt nochmal 250 nachproduzieren. Und ihr dürft nochmal einen Riesenauftrag irgendwie machen, der total viel bringt. Ja, der. Spielebericht erstellen? Ja. Das könnt ihr gerne mit Frogbammer machen. Okay, die wissen jetzt wohl nicht wohin. Dann machen wir das mal so weiter. Konsolenforschung. Die können wir auch mal vorantreiben. Ihr
Können wir auch unsere Engine verbessern? Strategie Engine. Oh ja, oh ja. So, machen wir mal ein bisschen teurer und machen wir so 37%, genau. Was haben wir jetzt hier Feines? Dein Gewinnanteil. Der Gewinnanteil ist mir momentan egal, aber Transportmanager können wir jetzt erstmal machen. Komm, das machen wir nach 3 Wochen, das reicht mir. 40 Dollar. Und wir werden das produzieren für 100.000. So 100.000 Stück schon mal. Das geht runter. Jetzt müssen wir erstmal hier ein Patch entwickeln dafür. Nochmal. Also haben wir jetzt noch schon mal gut was zu tun für die Leute. Spielebericht. Okay, dann kann ich ja keinen Spielebericht machen. Passt schon. Dann... Ihr könnt ein Sprachpaket entwickeln. Genau, das lässt sich dann besser verkaufen. Das haben wir auf Lager. Ach so, wir haben einen neuen Patch rausgebracht, deswegen ging das jetzt so hoch. Ihr dürft uns auch nochmal ein Patch hierfür entwickeln. So, ich will ja da noch ein bisschen mehr ausschlachten. Brauchen wir jetzt erstmal demnächst was? Ne, werden wir wohl kaum was brauchen. Dann dürft ihr... Okay, das sind viel zu hohe Produktionsmengen. So, das dürft ihr produzieren. Ihr seid fertig. Sprachpaket ist fertig. Die machen das. Dann dürft ihr nochmal die Bugs ausbügeln. Das steigert sich gleich. Dann kann ich mit denen... Also einen kleinen Auftrag machen. Ja, okay, dann sollen die das halt so machen, wie sie wollen. So, Frogbammer. Das werden wir dann über die Preissenkung dann auch eventuell besser verkauft bekommen. Okay. Ja, haben wir mehr auch bisher schon ganz gut verdient. Das müssen wir jetzt ein bisschen reduzieren. Das ist halt preislich so eine Sache. Das Spiel auch mal verbessern und dann werden wir jetzt erstmal warten. Ach so, deswegen sind die Zahlen nicht mehr so hoch, weil wir nicht mehr so viel verkauft werden wird. Okay. So, Probotech ist jetzt aus dem Laden raus. Ist okay. Jetzt können wir mal langsam Restbestände verkaufen. Und mal gucken, wie es weiterläuft, ne? Ja, das Spiel... Mal gucken, wann sich das lohnt. Feature, das müssen wir entwickeln. Auftragsarbeit. Jetzt hier noch eine lange Auftragsarbeit. 19 Wochen. Ist wunderbar. Kleine Messe, das, also, ach, Gamescom oder wie auch immer, da werden wir auf jeden Fall mal alles vorstellen, eigene Konsole auswählen, die Westbox erstmal, kriegen gut Fans rein und die Box ist wesentlich beliebter, auch wenn sie eigentlich schon veraltet ist, ne. Aber das, der Preis, also, das Spiel soll 2 Punkte haben? Nee, das kann nicht gut sein. Das sollten wir nicht tun. Auch wenn es mich jetzt langsam in den Fingern juckt, weil es so lange da rumliegt. Frogbammer sollten wir nochmal ein Update rausbringen. Und Patches können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Ja, da können wir auch nochmal ein Update rausbringen.
Okay, es hat sich jetzt alles gelohnt. Und das Spiel können wir jetzt doch wieder publishen. Das ist auf jeden Fall für in 10 Wochen, dann ist das in Ordnung. Anleitung in Schwarz-Weiß. 40. Wenn das Spiel so schlecht ist, dann bitte einmal... Zack. Menschen, die mich nerven. Unglaublich. So. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.